Sie sehen das aktuell eingestellte Kältemittel, die kältemittelspezifischen Verdampfungs- und Kondensationstemperaturen sowie den aktuell gemessenen Druck. Über Betätigen der Pfeiltasten sehen Sie die real gemessenen Temperaturen der beiden Temperaturfühler, die automatisch berechnete Überhitzung und Unterkühlung, die Temperaturdifferenz zwischen den beiden links und rechts angeschlossenen Temperaturfühlern sowie die Temperatur des dritten angeschlossenen Temperaturfühlers. Über erneutes Betätigen gelangen Sie zurück in die normale Messansicht.